Circa 1480 lebte hier oben, wo ich jetzt hocke, ein Eichelherr. Der hatte relativ viel zu tun, weil war wahrscheinlich schon der fortgeschrittene Herbst und es wurde langsam kälter, die Bäume wurden langsam kahler und der Eichelherr musste echt gucken, dass er noch ein bisschen was zu essen für den Winter aufgetrieben hat. Und wie es nun mal so typisch ist für so einen Eichelherr, der hier oben sein Unwesen getrieben hat, lagert man dann da natürlich ein paar Eicheln auch in verschiedenen kleinen Verstecken im Boden ein, merkt sich gut, wo man sie hingelegt hat, um sie dann im Winter gegebenenfalls wiederfinden zu können, wenn der Hunger dann doch relativ groß ist. Und das hat er eben entsprechend gemacht. Er hat da hinten welche versteckt, er hat da vorne hat er welche gesammelt. Wahrscheinlich war er auch da hinten so ein bisschen in der Ecke. Er wird wahrscheinlich ziemlich überall gewesen sein und hat da alles mitgenommen, was er so finden konnte an Eicheln. Von den doch hier vorhandenen, immer mal wieder zwischendurch rumstehenden Eichen. Ja, und hat sich dabei auch nicht groß stören lassen, dass zu der Zeit da reichlich Betrieb in der nebenanliegenden Burgruine gewesen ist, dass da entsprechend das Mittelalter im vollen Gange war, das Hochmittelalter ordentlich am Rotieren, die Bevölkerung. Explosion des Hochmittelalters gerade stattgefunden hat, war dem Eichelherr alles ziemlich egal. Hier hat er seine Ruhe gehabt. Hier oben gab es nicht viel. Hier gab es höchstens mal den einen oder anderen Jungen von der Burg, der hier sein Unwesen getrieben hat, der Meinung war, man könne hier oben entsprechend schön spielen, sich ein bisschen verstecken, zwischen den Felsen rumturnen und ähnliches. Das wird es wahrscheinlich auch gegeben haben. Wahrscheinlich hat er entsprechend viel geschimpft, der gute Eichelherr, weil ihn das genervt hat. Aber im Endeffekt hat er, glaube ich, doch ganz gut arbeiten können beim Eichelverteilen. So, und unter anderem hat er wohl auch irgendwie hier oben diverse Eichelverstecke angelegt. Wo genau Eichelherr damals seine Eicheln hingelegt hat, wissen wir natürlich nicht. Vielleicht da, vielleicht weiter da unten hinter mir, vielleicht auch noch weiter unten, wahrscheinlich irgendwo, wo er ein bisschen Boden gehabt hat, wo er so schön verscharren konnte und schön vergraben konnte. Womit man eigentlich nicht rechnen muss, ist, dass der Herr Eichelherr auf die Idee gekommen sein könnte, Eicheln auf solchen Felsplatten zu verstauen, ne? Weil da gibt es ja gar keinen großen Boden, wo er sie hätte vergraben können, wo er hätte nennenswert Erfolg haben können, sie vor Fraßfeinden, die auch Interesse an Eicheln haben, also zum Beispiel Mäuse oder ähnliches, gut zu verstecken, ne? Aber komischerweise scheint es wohl doch irgendwas gegeben zu haben, was unseren Eichelherr 1480 dazu gebracht hat, auch auf solchen Felsformationen Eicheln zu deponieren. Wissen wir jetzt nicht mehr was. Wir können ihn leider nicht mehr fragen. Ist zu lange her, aber hat er gemacht. Und woher wissen wir das? Ja, der besagte Eichelherr muss aus irgendwelchen Gründen, die wir heute nicht mehr ganz nachvollziehen können, der Meinung gewesen sein, es wäre eine gute Idee, Eicheln hier oben auf dem Felskamm zu deponieren. Und das Resultat steht jetzt entsprechend hier noch rum, ne? Seit knapp 500 Jährchen, ne? Ein paar mehr. So 550 ist sie wahrscheinlich alt, die Eiche, die hier steht. Und das ist allerdings wirklich sehr bemerkenswert, wenn wir uns jetzt wirklich noch mal ein bisschen die Umgebung angucken. Gerade von hier unten kann man schön sehen, dass die wirklich auf einem Felsrücken steht. Da hat sich jetzt natürlich ein wenig Boden drauf gebildet, aber im Grunde wirklich keine guten Wachstumsbedingungen für einen Baum auf so einem Felsen direkt. So, und damit jetzt ganz offiziell hallo und herzlich willkommen im Wald. Und vielleicht habt ihr schon erraten, es handelt sich hier jetzt um mein Baumwissen-Eiche-Video, ne? Mit ein bisschen
mein Versuch, eine etwas kreativere Einführung ins Thema zu entwickeln, also einfach nur hinzustehen und zu sagen, jetzt geht es eben entsprechend um die Eiche. Da hinten steht sie, man sieht sie jetzt nicht, die werden wir uns aber nachher selbstverständlich noch genauer angucken. Und jetzt erstmal ein paar einführende Worte. Also es ist tatsächlich so, dass sich bei Eichen, die sich am höchsten Punkt des Geländes befinden, eigentlich als möglicher Transportvektor für die Eichel, aus der die Eiche mal gewachsen ist, im Wesentlichen der Eichelhäher anbietet. Der Eichelhäher ist der Häher. Ich weiß nicht genau, ob man den wirklich Häher ausspricht. Im Volksmund spricht man ihn ja Eichelhäher aus. Ne? Häher wird er geschrieben. Aber jedenfalls am höchsten Punkt des Geländes ist klar, dass eine Eichel nicht bergauf fallen kann, wenn sie vom Baum fällt. Denn so eine Eichel ist entsprechend schon ein bisschen groß und ein bisschen schwer. Die wiegen sowas zwischen 3 und 5 Gramm. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Und da kann man jetzt wirklich nicht davon ausgehen, dass die den Berg von alleine hochrollt. Theoretisch wäre über kurze Strecken noch ein Transport der Eichel mittels Maus, Ratte, Eichhörnchen, das heißt ja auch nicht umsonst so, vorstellbar. Gerade eben auch das Eichhörnchen, weil es ja auch Eicheln verbuddelt, könnte es theoretisch auch gewesen sein, welches hier oben entsprechend die Eiche hingesetzt hat. Ich möchte aber eher von Eichelhäher ausgehen, weil tatsächlich ist der Eichelhäher der große Freund des Försters. Das ist nämlich der Vogel schlechthin, der eben für die Verbreitung der Eiche zuständig ist. Teilweise pflanzt er ganze Eichenwälder. Da muss man dann überhaupt nichts mehr machen, wenn man genügend Eichelhäher in der Gegend eben entsprechend rumfliegen hat. Ist ein großer Rabenvogel. Der eine oder andere wird ihn sicherlich schon mal gesehen haben im Wald. Ist vergleichsweise häufig. Man kann ihn also durchaus auch mal antreffen. Recht farbenfroh. Und wenn er wegfliegt, macht er krak, krak. Ich kann das nur sehr schlecht nachmachen, aber ganz charakteristischer Schimpfruf, wenn man ihm zu nahe kommt und er wegfliegen muss und sich gestört fühlt, dann meckert er eben entsprechend. Also ein Singvogel, aber er singt halt nicht schön, weil er eben zu den Rabenvögeln gehört. Wie alle Rabenvögel klingt er für unsere Ohren erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Und unsere besagte Eiche ist etwa 550 Jahre alt. Sie könnte auch 600 Jahre alt sein. Das ist ein bisschen schwer festzustellen. Und ein Schätzwert. Denn wenn man wissen wollte, wie alt die genau ist, dann müsste man bohren. Dafür gibt es so einen Hohlbohrer, nennt sich Presslerscher Zuwachsbohrer, glaube ich, vom Herrn Pressler. Und der ist quasi... hat so einen normalen Bohrkopf, wie man sich das halt vorstellt bei einem Bohrer für Holz. Nicht Bohrmaschine, Handbohrer. Hat hinten so ein großes Kreuz, mit dem man den entsprechend drehen kann. Ich habe leider keinen Besitz, so ein Ding nicht, und habe auch kein Foto davon finden können. Hat halt so einen Bohrkopf und ist in der Mitte hohl. Also im Prinzip wie so ein Eisbohrkernbohrer, wenn ihr so ein Ding mal googeln wollt. Ungefähr so sieht auch der Presslersche Holzbohrer aus, nur ist der halt deutlich dünner. Und der Kern, der dabei rauskommt, der ist ungefähr so dick. Also das ist wirklich ein sehr kleiner Kern. Der Bohrer soll ja auch entsprechend kleine Löcher machen. Und trotzdem führt so eine Bohrung oft dazu, dass halt eben durch das Bohrloch entsprechende Krankheitserreger, Keime, Pilze, sonst was in den Baum eindringen können, was halt gerade bei so besonders alten Bäumen dann immer sehr, 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 sehr schade ist, wenn sie dann nicht noch älter werden. Und das wollte man der Eiche hier wohl scheinbar nicht zumuten. Ich kann das auch nur spekulieren, weshalb eben das genaue Alter ein Rätsel bleibt und ein Schätzwert bleibt. Aber 500 mindestens. Ich persönlich tendiere eher zu 600. Natürlich will man immer gerne, dass der Baum möglichst alt ist. Aber hier oben ist das wirklich locker möglich und die Zuwächse sind super gering. Deswegen ist eine 600-jährige Eiche halt jetzt nicht ein 2-Meter-Baum. Wobei... Also deutlich über einen Meter hat das Ding auch. Ich habe leider kein Maßband dabei. Aber schon auf jeden Fall ein beeindruckendes Exemplar, was wir uns selbstverständlich jetzt dann auch gleich noch genauer angucken werden. Nochmal kurz zu dieser Bohrungsgeschichte. Man nimmt dann halt diesen Bohrkern, der dann eben entsprechend lang ist, den kompletten Radius des Baumes von der Markröhre bis außen. Das kann dann halt eben beim 2-Meter-Baum ungefähr ein Meter sein.
besagter Radius und dann muss man da die Jahrringe drauf zählen. Das macht man entweder mit der Lupe oder mit dem Mikroskop. Es gibt da auch so spezielle entsprechende Geräte, bei denen man das gut machen kann. Dann auch mit einer vergrößernden Kamera, dass man das am Bildschirm entsprechend abzählen kann. Und dann kommt man auf das genaue, so wirklich genaue Baumalter, sofern man dann den mit dem Bohrer die Markröhre des Baums überhaupt getroffen hat. Das Zielen mit so einem Bohrer und wirklich die Mitte des Baums erwischen ist nämlich auch eben nicht einfach, weil der ja asymmetrisch ist. Der ist ja nicht kreisrund, insbesondere nicht bei so einem alten Baum, sondern der ist auf der einen Seite etwas dicker als auf der anderen Seite und generell irgendwas Ovales, wenn nicht sogar was völlig Krummes und Schiefes. Gerade bei so alten Bäumen eben ganz typisch, dass man das so leicht nicht zählen kann. Spannend bei dem Exemplar, was wir hier haben, wäre zu wissen, wie alt eigentlich dieser älteste dicke Ast ganz unten ist. Wahrscheinlich wird der dem eigentlichen Baumalter nur geringfügig nahestehen. Der wird also bestimmt auch 500 Jahre alt sein. Gehe ich mal schwer von aus, dass der sich relativ früh gebildet haben wird, sonst wäre der inzwischen nicht so dick. So. Jetzt wisst ihr gar nicht, wovon ich spreche so richtig. Das heißt, wir müssen uns besagten Baum jetzt erstmal angucken und im weiteren Verlauf des Videos gibt es dann auch immer mal wieder ein paar Fotos. Ich habe es extra ein paar gemacht. Ja, also hier oben auf der Felsklippe, weil da geht's runter. Bip, bip, bip. Da vorne geht's runter. Hier ist Eiche. Und da geht's auch wieder runter. Also in diesem Gestrüpp ist sofort auch der Weg nach unten. Heißt, die steht hier wirklich mitten auf dem Kamm und hat, naja, vielleicht 5 Meter an der schmalsten Stelle überhaupt hier oben nur Platz und das ist natürlich alles auch Geröll. Von daher ist es wirklich bemerkenswert, dass ich so eine dicke Eiche, wie man hier sehen kann, also umarmen kann ich die nicht mehr, überhaupt nicht, hier oben eben entsprechend einfinden konnte und dann auch noch so alt geworden ist. Ich versuch's mal doch, den Baum zu knutschen, spaßeshalber. Also nur so als Größenvergleich. Und zur Bestimmung habe ich hier mal ein ganz kleines bisschen was ganz fieserweise abgeschnitten. Die ist eh kurz davor, entsprechend in den Herbstmodus zu gehen und die paar Blätter wird sie jetzt nicht allzu sehr vermissen. Es ist ja im Dienste der Wissenschaft, ne? Also folgendes. Wir haben es hier tatsächlich, das wusste ich auch gar nicht, als ich hierher bin, eigentlich wäre mir eine Stieleiche lieber gewesen, aber mit einer Traubeneiche zu tun. Das erkennt man daran, damit können wir gleich mal die Unterschiede der einzelnen Eichenarten, der zwei großen Eichenarten in Deutschland ansprechen. Idiotensicher, wenn tatsächlich Eicheln dran sind, was hier ja der Fall ist, dann erkennt man es wirklich absolut sicher daran, dass die Eicheln bei der Stieleiche gestielt sind. Das heißt, eine Eichel hätte unten einen langen Stiel. Der kann schon ein paar Zentimeter lang sein, besagter Stiel. Auf jeden Fall ist ein Stiel vorhanden. Hier bei diesem Exemplar entdecken wir aber überhaupt keinen Stiel, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass kein Stiel vorhanden ist und es sich halt auch nicht um die Stieleiche, sondern um die Traubeneiche handelt, die so heißt, weil wenn mehrere Eicheln dran sitzen würden, was hier jetzt nicht der Fall ist, dann wären sie alle dicht beieinander in Form einer Traube, in Anführungszeichen, auf einem Haufen sitzend und halt eben nicht gestielt. Die Begriffe also Trauben und Stieleiche kommen von der Anordnung der Eicheln, nicht etwa vom Stiel der Blätter, was manche Leute denken. Weil auch bei der Traubeneiche sind die Blätter natürlich gestielt. So, man kann es aber auch an den Blättern erkennen und für diesen Zweck machen wir mal eins ab. Jo, und ein Eichenblatt sieht zum Beispiel so aus. Das ist jetzt absichtlich kein besonders hübsches Exemplar. Ich dachte, ich nehme jetzt nicht so den Eichentyp. Eigentlich sind sie oft nach vorne hin, hier, also nochmal ein bisschen breiter. Aber ganz typisch ist halt eben diese Lappung. Da gibt es eigentlich nichts, mit was man eine Eiche verwechseln kann. Man kann die einzelnen Eichenarten untereinander verwechseln, aber nicht eine Eiche mit irgendwas anderem. Ist wirklich ganz charakteristisch, wie so ein Eichenblatt entsprechend aussieht. Kein einheimischer Baum hat vergleichbare Blätter. Vielleicht hier nochmal den ganzen
Busch in Anführungszeichen. Hier kann man es nochmal schön sehen. Die fangen unten schmal an, werden dann bei etwa 2/3 ihrer Blattlänge bisschen, ist der breiteste Punkt erreicht beim typischen Eichenblatt. Und nach oben hin werden sie dann natürlich noch mal ein bisschen schmaler. Ja? Also man braucht wirklich nicht viel erzählen zum Eichenblatt. Ist relativ idiotensicher, sehr leicht zu bestimmen. Und wie man hier im Sichtlicht schön sehen kann, glänzt die Cuticula, also die Blattoberseite. Da ist so ein Wachs drauf, das kann man auch entsprechend spüren und fühlen, dass sich das leicht wachsig anfühlt, weil es ist halt wirklich auch ein Wachs. Und glänzt schön in der Sonne. Blätter, die das ausgeprägt haben, eine glänzende Oberfläche, eine sich wachsig anfühlende Oberfläche, sind immer gut gegen Trockenheit ausgestattet und können viel, wenn sie viel Licht abbekommen, eben auch viel von dem Licht, wenn es zu viel Licht wird, bei hoher Einstrahlungsintensität, zum Beispiel in die Mittagszeit, eben davon viel auch wieder reflektieren, weil sie offensichtlich eben glänzend und damit reflektierend sind. Also damit haben wir auch schon gleich anhand der Blattmorphologie ein bisschen was über den Standort der Eiche herausgefunden. Ja, und dann kommen wir noch kurz zur Eichenborke. Seht ihr hier, die ist leicht andeutungsweise längsrissig. Ne? Sieht man hier jetzt nicht so gut, weil da jetzt jede Menge Moos drauf ist. Da müssen wir mal kurz ein bisschen weiter hoch. Hier kann man es jetzt schön sehen, dass die gewisse Risse in Längsrichtung quasi aufweist. Liegt halt einfach daran, dass wenn die Eiche dicker wird, diese starre Borke, die nicht mitwächst, halt sich nach außen ausdehnt. Dementsprechend entstehen dann logischerweise irgendwo lauter Risse in der Borke, Fugen, und die werden von innen her mit neu nachwachsender Borke nachgedichtet. Aber von außen betrachtet kann man halt immer die entsprechenden Wachstumsrisse sehen, wo die Borke halt eben entsprechend dicker geworden ist. Das geht bei der Eiche sehr, sehr langsam. Dementsprechend hat die da keine Schwierigkeiten damit, ihre Borke also quasi immer schön geschlossen zu halten und von innen mit Nachschub zu versorgen. Aber typisch sind halt eben die Längsrisse, die man bei der Eiche schön sehen kann. Die Eichenborke ist leider nicht sehr charakteristisch. Also eine Eiche nur anhand ihrer Borke zu bestimmen, ja, da muss man schon sehr viel Übung und ein Gefühl dafür bekommen haben. Ich kann euch demzufolge jetzt auch nicht wirklich ein das Merkmal der Eichenborke nennen, weil es gibt das Merkmal der Eichenborke nicht. Es ist theoretisch eine Schuppenborke. Die Schuppen sitzen aber sehr, sehr, sehr fest, weswegen ich keine, ja doch so ein bisschen mit etwas Gewalt kann ich auch mal eine abmachen. Und das ist dann halt so eine Eichenborkenschuppe. Soll man natürlich nicht hier die Eichen kaputt machen, aber das ist jetzt auch nur zu Dienste der Wissenschaft. Und besagte Eiche hat jetzt zu wissenschaftlichen Zwecken 5 Blätter und ein winziges Stückchen Borke opfern müssen. Ich denke, das wird sie überleben. Nachdem sie ja schon ein paar Jährchen hier ist, ist das jetzt sicherlich auch nicht der Untergang. Aber im Grunde wirklich darf man die schon natürlich nicht kaputt machen. Aber es ging jetzt wirklich für die Kamera nicht anders, als mir einen Zweig runterzuholen, weil ich kann das nicht filmen, weil es im Gegenlicht sonst hängt. So, und damit können wir dann auch zu den weiteren Teilen des Videos kommen, aber dafür hocke ich mich hier irgendwo hin, wo ich nicht so sehr im Weg hocke und alle 5 Sekunden jemand vorbeiläuft und ich meine Ruhe habe, und ich blende euch im weiteren Verlauf des Videos aber immer mal wieder noch ein paar Eichenbilder ein. So, jetzt habe ich hier das ideale Plätzchen gefunden für die weitere Erklärungsrunde. Typischerweise mache ich bei den Baumwissen-Videos, das ist ja schon eine Weile her, dass das letzte davon kam, Bestimmung haben wir jetzt durch, ging relativ fix. Dann den Standort, wo findet man den entsprechenden Baum, und drittens, was kann man damit anstellen. Ich möchte aber bei dem Thema hier, und weil ich gerade Spaß dran habe, auch noch die Ökologie mit einbauen. Heißt, wir beschäftigen uns natürlich auch noch so ein bisschen mit den Eigenschaften der Eiche für den Wald und drumherum und so weiter und so fort. Wenn euch das nicht mehr interessiert, dann hört einfach nach der Nutzung auf zu gucken. Bis dahin ist es noch relativ praxistauglich, hoffe ich. Ich werde allerdings wahrscheinlich nicht sein lassen können, die ein oder andere ökologische Information bereits im Standortsteil mit einfließen zu lassen, weil das ist da halt auch irgendwo wichtig.
aber weitere Sachen zur Eichenökologie kommen dann eben erst am Schluss. So, also Standort, wo finden wir denn eine Eiche? Naja, jetzt müssen wir erstmal wissen, dass die Eiche bei uns in Mitteleuropa rumsteht, und zwar wirklich in Mitteleuropa, denn die Verbreitung von Stiel- und Traubeneiche, wohlgemerkt, hier haben wir es ja mit einer Traubeneiche zu tun, eigentlich wollte ich aber größtenteils jetzt über die Stieleiche sprechen, ist ungefähr Zentraleuropa plus Großbritannien, und in den Randgebieten kommt es auch immer mal wieder noch so vereinzelt vor, so als so halbe Insel vereinzelte Vorkommen. Zum Beispiel auf der Krim gibt es auch noch ein paar von diesen Eichen, obwohl sie da eigentlich nicht mehr zu erwarten wären. Das stört sie nicht, da sind sie deswegen trotzdem. Bisschen Nordspanien-Bereich findet man auch noch diese Eiche. Norditalien findet man sie nur noch ganz, ganz, ganz sporadisch. Da hast du dann wieder andere Eichen. Aber Richtung Nordeuropa, südlichere Skandinavien ist er auch vertreten. Und dann bis rüber zum Ural, quasi nach Osten. Ne? So. Und wie gesagt, seit ca. 5000 vor Christus bei uns in Mitteleuropa in größerer Zahl vorhanden. Wirklich das Feld beherrschend war sie dann, glaube ich, so ab 3000 vor Christus. Und ab 1000 vor Christus wurde sie dann langsam von der Buche abgelöst. So ungefähr kann man das festhalten. Damals, als es eine richtige Eichenmischwaldzeit gab, also so circa, ne, sagen wir mal grob 4000 vor Christus, da ist es zusammen vorgekommen mit, das heißt ja auch Eichenmischwald, zum Beispiel der Ulme, der Esche, der Linde. Also es gab da so einen richtigen schönen Edellaubholzwald, weil die Buche war noch nicht da und alle konnten sich da hinstellen, wo sie sich gerne hinstellen wollten, weil noch keine fiese, alles dominierende Buche eben entsprechend da gewesen ist. So, als die fiese, alles dominierende Buche dann gekommen ist, ist die Buche dahin gegangen, wo sie am liebsten hin wollte, und das ist der standörtliche Mittelbereich. Theoretisch würde auch die Eiche gerne im standörtlichen Mittelbereich rumstehen, kann sie aber nicht, weil da ist ja schon die Buche. Und wenn man jetzt die Eiche dahin pflanzt, dann kommt früher oder später die Buche und dominiert die Eiche wieder weg. Soll heißen, will man einen Eichenwald im standörtlichen Mittelbereich haben, muss man da entsprechend rumförstern und die Buche entsprechend zurückdrängen, damit die Buche die Eiche nicht irgendwie überwuchert und zuschattet. Denn die Eiche braucht viel Licht, die Buche nicht. Und damit ist es auch der Knackpunkt. Beide möchten gerne da sitzen, wo es weder nass noch trocken ist, wo es weder kalt noch warm ist, wo es weder zu viel noch zu wenig Nährstoffe gibt, sondern alles so im mittleren und damit dem grünen Bereich, was für natürlich Grünpflanzen besonders förderlich ist. Aber ja, die Buche ist konkurrenzkräftiger, damit hat die Eiche eben entsprechend keine Chance und musste im Laufe der Jahrtausende dahin ausweichen, wo die Buche nicht mehr konkurrenzkräftig ist, die Eiche aber noch ganz gut kann. Die kann da nicht optimal, aber sie kann da gut genug, um zu können, während die Buche halt eben nur noch so schlecht bzw. gar nicht kann, dass die Eiche dann einen Konkurrenzvorteil dadurch eben entsprechend entwickelt und daran stärker ist als die Buche sozusagen. Ne? So, und das sind die beiden Dinge im Rand zum Extremeren. Das heißt, die Eiche verlässt den standörtlichen Mittelbereich an beiden Enden und geht so in beide Richtungen dahin, wo sie die Buche schon nicht mehr wohlfühlt. Die kann nämlich nur im standörtlichen Mittelbereich, die Buche. Die Eiche kann auch mit etwas mehr ins Extreme. Das bedeutet, sie ist einmal abgewandert in Richtung trocken und sie ist einmal abgewandert in Richtung nass. Und in beiden Bereichen kann man unsere Eiche eben entsprechend jetzt antreffen. Ganz typisch, und die großen Eichenwälder, die es natürlicherweise in Deutschland noch gibt, und das macht schon durchaus einen gewissen Prozentsatz der deutschen Wälder entsprechend aus, der natürlichen Wälder, also wenn sie so wären, wie sie sein sollten, was sie ja im Regelfall leider immer noch nicht sind, aber dann würde man entlang der großen Flüsse folgende Baumartenverteilung finden. Direkt am Wasser Weide, dahinter Erle zu erwarten. Und dann kommt auch schon die sogenannte Hartholzaue, also ein bisschen weiter weg vom Fluss. Nicht ständig unter Wasser, nicht ständig wassergesättigter Boden, oft wassergesättigt, häufiger mal überschwemmt. In dem Bereich befindet sich dann zum Beispiel natürlicherweise eben die Eiche, aber auch die Esche. Und da sind dann auch noch diverse andere sogenannte Edellaubhölzer anzutreffen, aber das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Also ganz typischer Eichenstandort ist tatsächlich, na, so 100 Meter neben dem Rhein ungefähr. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu nah dran, sagen wir 500 Meter neben dem Rhein.
Insbesondere wäre sie da noch viel mehr anzutreffen. Da hätten wir eine mustergültige Hartholzaue, wenn der Rhein dann nicht begradigt wäre. Aber trotzdem gibt es da jede Menge Bereiche, wo man eben solche Eichenwälder finden kann. Das gilt auch für alle anderen großen Flüsse. Auch die Donau hat eine Hartholzaue. Das wäre auch bei der Kinzig zu erwarten. Und meine Murg, die da hinten im Murgtal rumfließt, die hätte theoretisch an vielen Stellen auch eine kleine Hartholzaue, die da eben entsprechend zu erwarten wäre. Und das sind so typische Standorte für die Eiche. So, und im anderen Extrem, haben wir ja gesagt, sie geht auch ins Trockene, eben nicht extrem, sondern, das muss man jetzt nochmal betonen, die geht in die Richtung feucht, dahin, wo es noch nicht extrem feucht, aber doch schon ziemlich feucht ist und für die Buche zu feucht, aber noch nicht schlimm feucht. Und das Gleiche ist beim Trockenen ungefähr so. Die Eiche geht dahin, wo es der Buche schon längst zu trocken ist, aber noch nicht schlimm trocken. Wenn es richtig, richtig trocken ist, dann finden wir da Nadelholz. Da ist ein Laubbaum im Regelfall nicht mehr angepasst, mit Ausnahme von vielleicht der Vogelbeere, vielleicht, oder der Sorbus aria, also der Mehlbeere. Die sind dann nochmal so Spezialisten, aber da geht es dann oft eben entsprechend Nadelholz, eine Kiefer wäre da noch anzutreffen und wenn es ganz schlimm wird, zum Beispiel ein Wacholder. Aber solange es noch nicht so ganz extrem ist, ist eben die Eiche ganz typischerweise vertreten und unser Exemplar da hinten zeichnet sich jetzt dadurch aus, dass es nämlich deswegen bei solchen trockenen Standorten wie hier mitten oben auf dem Fels deswegen noch gut zurechtkommt, weil die Eiche eine so unglaublich starke und vielseitige Wurzel hat, die erstens mal in sämtliche Felsklüfte hier eindringen kann. Da wächst die rein und sprengt sich notfalls den Weg frei. Zweitens wächst sie über den kompletten Fels hinaus, hängt sich überall von den Felsen runter, geht in sämtliche Mulden und Nischen, wo sich das Wasser dann auch entsprechend sammelt und überall da, hier in einem Umkreis von wahrscheinlich 50 Metern um die Eiche rum, wenn nicht sogar noch mehr, vielleicht sind es auch 60 Meter Radius, ich könnte es mir gut vorstellen, wird die Eiche irgendwo ihre Wurzeln im Spiel haben. Also kann man sich sicher sein, so eine alte Eiche hat hier alles dominiert, was und alles durchwurzelt, was nur irgendwie zu durchwurzeln ist und damit schafft es bei der Baumdimension trotzdem, auch wenn es hier überhaupt kein Wasser direkt am Stammfuß gibt, es regnet gerade direkt, aber da ist ja kein Boden da, der viel Wasser halten könnte, schafft sie es trotzdem hier oben ganz gut zurechtzukommen. Wie gut kann man diesen Sommer wunderbar sehen, weil hier andere Sachen teilweise wirklich schon sehr am Vertrocknen sind und schon deutlich in der Herbstfärbung hier in der näheren Umgebung, zum Beispiel da vorne, seht ihr jetzt nicht, weil sie auf der anderen Seite von der Kamera ist, steht eine Birke, die gerade fleißig am Gelbwerden ist. Die Eiche da, die hat jetzt auch inzwischen ein paar vertrocknete Zweige. Ich war vor 2 Wochen oder was mal hier, da hat sie noch überhaupt keine Anzeichen, abgesehen von hängendem Laub, noch überhaupt keine Anzeichen von einem früheren Herbst und einer stärkeren Trockenschädigung gezeigt. Jetzt geht's langsam los, das ist aber auch wirklich kein Wunder. So langsam ist aber auch echt alles ein bisschen trockenheitsgeschädigt. Da gibt es nur noch wenige Bäumchen, die wirklich an so optimalen Stellen stehen, dass da noch gar nichts zu sehen ist. Hier oben im Felsenbereich ist eigentlich erstaunlich, dass die Eiche da noch nicht größere Probleme bekommen hat. Wirklich erstaunlich. Ich hätte da im Grunde vor 4 Wochen hätte es mich nicht gewundert, wenn die schon ihr Laub abgeworfen hätte. Hat sie aber noch nicht. Es bleibt wahrscheinlich sogar noch mal 2 Wochen etwa dran, könnte ich mir vorstellen, bis sie dann wirklich, also es sei denn, es regnet, dann könnte es noch länger halten, aber in circa 2 Wochen wäre dann damit wirklich zu rechnen, dass sie dann sagt, okay, jetzt mache ich Herbst. Könnte ich mir vorstellen. Werden wir sehen, müssen wir abwarten, aber es ist erstaunlich, wirklich erstaunlich, wie lange die jetzt hier schon der Trockenheit widersteht und da ist er halt eben entsprechend angepasst für. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Traubeneiche und Stieleiche bezüglich des Standorts. Man kann die Stieleiche tendenziell eher im Trockenen und die Traubeneiche eher im Feuchten antreffen. Das ist aber schwierig. Das wissen ein paar Leute, meinen es genau sagen zu können, wo die standörtlichen Unterschiede liegen. Auch die Verbreitung global gesehen, also über Mitteleuropa hinweg, da ist die Stieleiche zum Teil ein bisschen weniger weit verbreitet als die Traubeneiche. Die geht noch etwas mehr in die Peripherie, wandert zum Beispiel noch ein bisschen weiter nach Südostasien ein. So ganz leicht. Es ist wirklich verdammt schwer zu sagen.
wer da wo vorkommt. Interessant ist, obwohl die sich so ähnlich sehen und von der standortlichen Zusammensetzung her auch wirklich sehr, sehr, sehr ähnliche Böden und Standorte bevorzugen, beide einheimische Eichentrauben und Stieleiche, sind es zwei unterschiedliche Arten. Die sind miteinander teilweise kreuzbar, aber nicht gut. Und es ist wirklich ziemlich eindeutig, dass das einzelne Arten sind. Und wenn man sie miteinander kreuzt, dann gibt es meistens auch nur einen nicht fruchtbaren Bastard. Sprich, man kann die nicht so richtig miteinander zusammenkreuzen, weshalb es nach dem Biospezieskonzept keine fruchtbaren Nachkommen zwei unterschiedliche Arten sind. Das ist wirklich deswegen so faszinierend, weil sie ja ganz ähnliche Standortsbedingungen und ganz ähnliche Wuchsbedingungen und ein zum Beispiel überhaupt nicht unterscheidbares Holz besitzen. Holz von Stiel- und Traubeneiche ist identisch. Das kann man nicht auseinanderhalten, höchstens mittels DNA. Ne? Dass man also da wirklich eine DNA-Analyse durchführt, aber morphologisch überhaupt nicht unterscheidbar. Ja, gut, das war's zum Standort. War ganz kurz. Ja, dann kommen wir auch zur Nutzung von der Eiche. Wie jetzt niemanden überraschen wird, ist die Eiche ein Baum, der hervorragendes Holz liefert. Eichenholz ist eigentlich in allem toll, muss man gewisserweise sagen. Ist nicht für alles geeignet, aber das, was es tut, das tut es hervorragend. Eiche hat das schwerste und härteste Holz, das wir hier in der Gegend so haben. Soll heißen, wenn man zum Beispiel irgendwas bauen möchte, völlig egal was, und man möchte, dass das ewig hebt, dann baut man es aus Eiche. Ganz beliebt in dem Bereich, wo das Holz auch keiner Verwitterung, sprich keinen biotischen Verwitterung ausgesetzt ist. Soll heißen, da kommen keine Insekten, Pilze, Käfer und sonstiges Zeug dran. Da hebt Eichenmaterial, Eichenholz eigentlich ewig. Beliebt beim Innenausbau für zum Beispiel eine Treppe. Bei mir im Elternhaus gibt es eine entsprechende Eichentreppe, die ins Obergeschoss führt, die hebt und hebt und hebt. Und man kann da quasi 16 Milliarden Mal rauf und runter rennen, bevor dann auch vielleicht mal so eine winzig kleine Kuhle in einer Treppenstufe möglicherweise entstehen könnte. Also Eichenholz ist einfach auf seine unglaubliche Härte und mechanische Stabilität nahezu unzerstörbar für die Verhältnisse von Holz. Lässt sich dabei noch einigermaßen vernünftig bearbeiten. Man kann auch mit Eiche einigermaßen gut schnitzen. Das geht erstaunlich gut eigentlich. Man braucht entsprechend viel Kraft, man braucht entsprechend viel Geduld. Und das dauert ein Weilchen, aber man kann sich zum Beispiel eine Eichenholztasse produzieren oder einen Eichenlöffel oder sonstiges, alles aus Eiche, hat man dann halt sehr, 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 sehr lange was davon, kann ich also in diesem Sinne als Schnitzholz auch definitiv empfehlen. Dachte gerade, da kommt mal wieder wer. Ja, sonst zum Holz, es ist natürlich dadurch, dass es so hart und so fest und so schwer ist, sehr hochwertig, wächst sehr, sehr langsam. Das ist generell so, ein Holz, das sehr schwer und sehr hart ist, ist immer langsam wachsend. Das geht nicht. Ein schnell wachsendes Holz ist immer weich, ein langsam wachsendes Holz immer vergleichsweise hart und schwer. Das ist so die Grundregel beim Wachstum von Bäumen. Und da die Eiche eben ein vergleichsweise sehr langsames Wachstum hat, und zwar, um mal ein paar Zahlen zu nennen, aktuell befinden wir uns so ungefähr, ganz, ganz grob, Eiche 6 Erntefestmeter pro Hektar und Jahr. Also sprich 6 1 Meter Kantenlänge Holzwürfelchen pro Hektar, die ein Eichenwald rumsteht und pro Jahr. Ja, das ist jetzt erstmal, klingt erstmal viel, ist ordentlich Holz. Juhu. Im Vergleich dazu schafft allerdings eine Buche ungefähr das Doppelte. Eine Fichte und eine Tanne nochmal circa 30-40% mehr. Je nach Bedingungen kann eine Fichte auch nochmal deutlich schneller wachsen, also nochmal doppelt so schnell wie eine Buche fast. Und der neue, möglicherweise Zukunftsbaum, da muss man nach wie vor ein bisschen vorsichtig sein, Douglasie, und damit die am schnellsten Nutzholz produzierendste Baumart, die man bei uns derzeit so hinpflanzen kann, ist eben wie gesagt die Douglasie, und die schafft 24 Erntefestmeter pro Hektar und Jahr unter optimalen Wuchsbedingungen oder naja, zumindest realistischen optimalen Wuchsbedingungen. Also so Werte gibt es eben tatsächlich, und die sind jetzt nicht nur theoretisch, und damit hätten wir die vierfache Wachstumsgeschwindigkeit von der Eiche, und Douglasienholz ist auch was Tolles. Das heißt,
man muss schon lange warten, bis man Eichenholz eben entsprechend so weit hat, dass man damit was anfangen kann. Aber im Regelfall wird es auch so produziert, dass man es dann astrein hat, dass man Eichen generell als Wertholz heranzieht. Und das kann man dann auch wunderbar als Furnier nutzen, um damit zum Beispiel Küchen auszukleiden, schöne Schrankwände zu bauen, auch gerne aus Massivholz, wer das entsprechende Kleingeld hat. Sowas kostet natürlich heutzutage enorm viel Geld. Wer Glück hat, hat sowas daheim noch rumstehen oder von den Eltern geerbt oder solche Späße, dann kann man wirklich froh sein, wenn man sowas aus Eiche eben entsprechend besitzt. Sehr, sehr, sehr tolle Sache. Hält ewig, kann man 5 Generationen vererben. Und gerade wenn es dann noch so astfreies Wertholz ist, ist sowas richtig, richtig, richtig wertvoll. So ein Festmeter Eiche ist auch ja, das drittwertvollste, was man so verkaufen kann aus Holz an Holz in Deutschland. Und ja, da kann schon 5.000 Euro für so einen Festmeter mal durchaus erreicht werden, wenn das so ein richtig wunderbar qualitativ hochwertiges mit engen Jahrringen für Spezialanwendungen und so weiter und so fort ist. Ansonsten kann man so grob 1.000 Euro pro Festmeter durchaus rechnen bei guten Holzqualitäten und da so eine alte Eiche dann durchaus auch ein paar Festmeter aufweist. Ja, 200-jährige Eiche, da ist so ein Baum also schon so 15.000, ja, so ungefähr, also wenn der gute Qualitäten hat, ganz grobe Zahlen, ganz, ganz grob, kann man da schon vielleicht mal eventuell mit erzielen. Eventuell, wenn es gut läuft, ne? Also wenn es gut läuft. Nach unten ist selbstverständlich alles offen. Ja, dann zum Holz. Es ist auch ein hervorragendes Brennholz. Es bildet Glut, die unglaublich lange glüht. Wer also im Walde sich sein Holz zusammensammelt und sammelt unter Eichen ein paar Eichenzweigchen ein und macht sich damit sein Feuer, der muss zwei Dinge beachten. Erstens, es dauert ziemlich lange, bis das Zeug vernünftig brennt, weil es halt so schwer ist und damit auch schwer entzündlich. Zweitens, wenn es mal richtig brennt, bindet es halt die Glut, die mit Abstand am längsten glüht. Soll heißen, sollte man mal in einem Survival-Szenario und dann auch nur dann, weil andernfalls ist das wirklich ethisch, moralisch keine gute Idee, weil zu gefährlich, weil man möglicherweise einen Waldbrand auslösen könnte, weil man sein Feuer nämlich nicht beaufsichtigen kann, wenn man dann eben pennt. Aber sollte man vorhaben, sich ein Feuer zu machen, neben dem man auch pennen kann, weil die Zombies unterwegs sind, was auch immer, dann wäre es ideal, dieses Feuer eben entsprechend aus Eichenholz anzulegen, weil, wenn das runtergebrannt ist, die Glut glüht noch am längstmöglichsten von allen Holzern, die man halt hierzulande eben entsprechend finden kann. Das kann sogar so lange glühen, wenn es jetzt nicht so super kalt ist, dass man da bestimmt 4 Stündchen oder was neben einem großen Eichenfeuer, das runtergebrannt ist und glüht, noch ganz gut schlafen kann. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil die Unterschiede in der Masse von Eichenholz zu zum Beispiel Fichte sind wirklich enorm. Das ist ungefähr doppelt so schwer in etwa. Eiche schwimmt übrigens auch nicht. Das ist wichtig, falls man auf die Idee kommen sollte, sich ein Eichenkanu bauen zu wollen, um das Eichenkanu entsprechend zu Wasser zu lassen oder sich an einem Eichenstamm festzuhalten, der im Wasser treibt, um einen Fluss hinuntertreiben zu können. Könnte alles vergessen, Eiche schwimmt nicht. Eiche ist zu schwer. Die Tatsache, dass Holz schwimmt, stimmt nämlich auch neobedingt. Manches Holz schwimmt, anderes Holz nicht. Es schwimmt schlicht und ergreifend das, was eine geringere Dichte als Wasser hat und das, was eine höhere Dichte als Wasser hat, schwimmt halt eben nicht. Ne? Weshalb übrigens auch viele alte Eichen zum Teil oben in den Bergwäldern, sofern sie da noch vorkommen, denn die gehen nicht allzu hoch, in den Alpen auf maximal 1150 Meter, glaube ich, im Harz noch weniger weit hoch. Der Harz ist ja dieses super Sondergebirge, was die Baumartenverteilung angeht. Das finde ich immer noch super faszinierend, seit ich da gewesen bin. Jedenfalls, da gehen sie nur auf 600 Meter oder was. Maximal oder sogar nur 550, irgendwie sowas. Egal, müsste ich nachlesen, ist auch jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus? Dass es halt nicht schwimmt. Und irgendwas anderes. Scheiße. Machen wir mal kurz einen Schnitt. Ich muss kurz denken. Ja, mir fällt es leider nicht mehr so ganz ein. Macht auch nichts. Zum Holz haben wir alles das Wesentliche gesagt. Auch, dass es eben entsprechend nicht schwimmt. Und wer sich eine Anti-Zombie-Rüstung aus Eiche schnitzen möchte, kann das tun. Ein Zombie beißt sich da mit Sicherheit nicht durch. So, und damit können wir dann auch zum nächsten Aspekt der Nutzung kommen. Und ich nehme jetzt einfach mal spaßeshalber die medizinische Komponente. Da gibt es eine innere und eine äußere Anwendung, die mit Sicherheit funktioniert. Also das kann man auch definitiv wissenschaftlich nachweisen, dass da Eichensud, Eichenextrakt
oder sonstiges Wässerchen aus Eiche hilfreich sein kann. Und das wären einmal irgendwelche Gefäßerweiterungen, Entzündungen äußerlicher Art und innerlicher Art hilft das Zeug super gut bei Durchfall. So, und zwar folgendes. Besonders die junge Eichenrinde hat man früher zum Gerben genommen. Es gab also so richtige Eichenschälwälder, die hießen so. Da hat man die Eichen immer wieder abgesägt. Die sind dann wieder ausgeschlagen, also aus dem Stumpf wieder hochgewachsen zu so kleinen dünnen Bäumchen. Und alle paar Jährchen ist man hingegangen und hat sie entsprechend wieder abgehackt. Entschuldigung, die Säge gab es damals noch nicht. Und hat dann eben die entsprechenden Eichenstangen mit nach Hause genommen. Hat man erstens das Holz an sich verwendet, um zum Beispiel Zäune zu bauen. Und zweitens hat man die Rinde runtergeschält, deswegen Eichenschälwälder. Weil man halt eben entsprechend die junge Eichenrinde, die noch glatte Eichenrinde von den jungen Bäumen verwendet hat, um die eben in Wasser einzulegen und dann daraus die Gerbsäuren entsprechend, deswegen heißen die Gerbsäuren, zu nutzen, um damit Leder zu gerben, schlicht und ergreifend. Das hat man einen richtig großen, vorindustriellen Stil, im wirklich großen Umfang gemacht. Solche Eichenschälwälder gibt es deswegen nicht mehr, weil man inzwischen genügend Alternativen zum Gerben, zum Gerbsäuregewinnen entsprechend gefunden hat und nicht mehr auf Eichenrinde Rohrinde auch genannt, angewiesen ist, aber früher hat man das jedenfalls immer gemacht. Das ist selbstverständlich auch eine Anwendung für uns jetzt, die wir bei der Zombie-Apokalypse versuchen wollen, uns Zombie-Leder zum Beispiel zu gerben. Ne? Nee, aber das wäre was man einfach ausprobieren müsste. Leider sind keine alten Rezepte mehr nennenswert einfach zu bekommen. Ich habe jedenfalls nichts gefunden im Internet. Man müsste wirklich alte Bibliotheken durchstöbern und in alten Schriften nachlesen, ob man nicht irgendwelche Rezepte in Anführungszeichen zum Ledergerben mit Eichenrinde finden könnte. Wäre sicherlich möglich, wenn man lange genug sucht. Aber momentan wäre das was man einfach selber ausprobieren müsste. Müsste man einfach hingehen und rumexperimentieren, bis man es halt dann irgendwie hinkriegt. Oder ihr habt Bock, mal in einer alten Bibliothek forschen zu gehen. So, auf die Sache mit dem Gerben sind wir jetzt natürlich deswegen gekommen, weil wir ja über die Gerbsäuren gesprochen haben. Und Tatsache ist jetzt, dass diese Eichenrindensud in geringerer Konzentration dann wohl gemerkt, beziehungsweise man könnte es auch in heftig nehmen, wenn man heftige Probleme hat, zur inneren Anwendung geeignet ist, um Durchfall zu bekämpfen. Denn viele Tiere, zum Beispiel Kühe, Schafe, Ziegen weiß ich nicht, aber Kühe und Schafe zumindest, können keine größeren Mengen an Eichenlaub oder Eicheln verzehren, weil eben da zu viele Gerbsäuren drin sind. Die sorgen nämlich im Verdauungstrakt von verschiedenen Tieren, unter anderem auch bei uns, dafür, dass man nicht gerne Eichenbiomasse futtert, weil die Eiche möchte nicht gern gefuttert werden. Dafür sind diese ganzen Gerbsäuren und Tannine vor allen Dingen ja da, um das halt eben zu verhindern. Und im Fall von unserem Magen-Darm-Trakt sorgen die dafür, dass quasi verschiedene zur Verdauung vorhandene Partikel, die da so rumschwimmen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, zusammengeklebt werden. Und die funktionieren dann nicht mehr so richtig mit Verdauen und klumpt alles zusammen. Es gibt also Klümpchenbildung auf gut Deutsch, wenn man entsprechend einen Eichenrindentee sich zum Beispiel zubereitet oder einen Eichenlaubtee oder einen Eicheltee. Es ist im Grunde relativ schnurz, aus welchem Teil der Eiche man sich einen Aufguss oder einen Tee oder was auch immer zubereitet. Eigentlich Aufguss eher, weil ein Tee wäre was aus der Teepflanze, aber egal. Es ist immer ein gewisser Anteil von diesen Gerbsäuren und Tanninen drin und die haben immer, wenn man das trinkt, den Effekt, dass sie halt eine Verstopfung verursachen. Das kann dann hilfreich sein, wenn man einen üblen Durchfall hat, dann hilft wirklich so ein Eichenwässerchen erstaunlich schnell und erstaunlich gut dagegen und dürfte wirklich in kürzester Zeit dafür sorgen, dass da nichts mehr läuft, sondern man eher eine Woche braucht, bis man dann wieder kann. Also vorsichtig mit der Dosierung, aber wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann, ist echt eine üble Verstopfung. Richtig gefährlich ist Eiche nicht, weshalb Eiche eben auch meiner Meinung nach wirklich ein richtig gutes Outdoor-Medizinprodukt eben darstellt, weil selbst wenn man es überdosiert und man eben nicht genau weiß, wie man es dosieren muss, weil man nicht weiß, welche Konzentration in welchem Teil, welche Eiche jetzt genau drin ist, man kann das gar nicht korrekt, genau, exakt dosieren.
es kann einem nichts passieren. Deswegen ist das so eine gute Sache. So, und das gleiche, besagte Eichensud, nenne ich es jetzt einfach mal, kann auch äußerlich angewendet werden bei Entzündungen aller Art, weil das Zeug wirkt nicht nur verstopfend, sondern auch zusammenziehend. Und irgendwelche erweiterten Gefäße an der Haut oder sowas, gerade bei Entzündungen und so weiter, ziehen sich dann halt eben entsprechend wieder zusammen. Das hilft zum Beispiel auch bei, ein bisschen bei verschiedenen Insektenstichen möglicherweise, bei entsprechenden Brennnesselgedönse und so weiter und verschiedenen Hautentzündungen. Es kann auch da wieder wenig Negatives passieren. Dass es also schlimmer wird, hoch unwahrscheinlich. Das heißt, man könnte es bei fast allem, was es da so geben kann, einfach spaßeshalber mal ausprobieren und mal gucken, was passiert. Und ja, im schlimmsten Fall macht es zumindest mal nicht viel schlimmer. Also auch da wieder ist Eichensud durchaus ein Versuch wert. Gibt da sogar noch einen hochoffiziellen Namen für besagtes Eichenprodukt, das man für medizinische Zwecke verwenden kann, der mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Den schreibe ich euch entsprechend unten hin, wenn ich es nicht vergesse, hoffe ich. So, und dann kann man natürlich noch die Eicheln verwenden. Also erstens mal kann man auch aus den Eicheln besagten Eichensud herstellen und zweitens kann man Eicheln auch zu Eichelmehl mahlen oder sonst irgendwie als Nüsschen futtern. So, grundsätzlich geht das wirklich, die Eichel vom Waldboden aufzuheben, entsprechend aufzuschnibbeln und zu vertilgen. Das Blöde ist nur, dass man das halt eben nur in geringem Umfang machen kann, weil durch die vielen Tannine gibt es dann Verstopfung und irgendwann wird das relativ unangenehm. Und davon mal abgesehen, schmecken die scheiße, weil sie halt wahnsinnig bitter sind. Das sind ja Bitterstoffe, diese Tannine und Kerbsäuren und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man wirklich im größeren Umfang Eicheln essen möchte, was als Survival-Nahrung wirklich eine hervorragende Idee wäre, weil die halt wirklich in großen Mengen in vielen Jahren im Herbst echt verfügbar sind und auch ordentlich Kalorien enthalten. Wie viel genau, weiß ich nicht, aber es sind viele. Es lohnt sich, es ist eine Nuss. Nüsse geben immer gut Energie. Muss man aber Folgendes beachten, bevor man die essen kann. Eben wegen den Dingen, die da drin sind, die uns nicht bekömmlich sind. Schritt 1, schälen. Schritt 2, kleinschnibbeln. Schritt 3, und man kann Schritt 3 und 4 gegebenenfalls auch in andersrum Reihenfolge durchführen, das ist im Grunde relativ Wurst. Ich würde aber so rum, wie ich sage, empfehlen, rösten. Leicht anrösten reicht. Wenn man eine Pfanne hat, in der Pfanne. Wenn nicht, muss man sich irgendwas improvisieren. Theoretisch kann man sie auch unklein geschnibbelt einfach als ganze Eichel in die Glut schmeißen und dann wieder rausnehmen. Auch das hilft. So, warum machen wir das? Weil zwei Dinge sind drin in den Eicheln, die uns nicht bekommen. Erstens Phagin, das ist der Giftstoff der Phagazäen, also der Buchengewächse, und da gehört die Eiche auch dazu. Buch und Eiche sind sehr nah verwandt, nur dass ihr das wisst. Und zweitens eben die Tannine und die Gerbsäuren, die wir da auch nicht drin haben wollen, die uns halt eben dann üble Verdauungsbeschwerden bescheren. Tannine sind in größeren Mengen tatsächlich giftig, das andere Zeug gibt nur in Anführungszeichen Verstopfung und schmeckt halt einfach wahnsinnig scheiße, mal unglaublich bitter. Es gibt Leute, die mögen das, ne? Der beliebte Eichelkaffee gehört jetzt eigentlich auch noch zu den Nahrungsmitteln und ich erwähne ihn nur deswegen, damit ich es mal gesagt habe, weil ich stehe da überhaupt nicht drauf. Ich mag ja schon normalen Kaffee nicht, Eichelkaffee viel zu bitter. Wenn man den etwas weniger bitter haben möchte, muss man die Eicheln etwas länger wässern, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Ne? Zunächst mal, wir rösten die Dinger, haben wir jetzt gesagt. Und das Rösten hilft gegen Sphagin. Sphagin ist nämlich hitzeempfindlich und bei Temperaturen jenseits der 65, 70 Grad oder was geht dieses Sphagin dann eben entsprechend kaputt. Das heißt, wir müssen die Eicheln auch nicht lange rösten und total knusprig kross backen, sondern es reicht wirklich kurz ein bisschen heiß machen und dann ist gut. Zuerst rösten hat den Vorteil, dass wir dann beim nächsten Schritt, also dem vierten Schritt in der Eichel Aufbereitung uns ein bisschen Zeit sparen, weil durch das Rösten die Tannine und die Gerbsäuren etwas besser aufgeschlossen werden und dann leichter ausgewaschen werden können. Denn das ist nämlich das, was wir jetzt tun müssen. Wir schnibbeln unsere Eicheln spätestens jetzt dann ein bisschen klein. Da haben sie eine höhere spezifische Oberfläche, dann geht das Ganze schneller. Und jetzt packen wir sie in Wasser. Im Idealfall packen wir sie in Fließgewässer. Dann tauscht sich das Wasser immer regelmäßig aus und der Auswaschungsprozess der ganzen Tannine und Gerbsäuren, die sind alle wasserlöslich, die werden also ausgewaschen, geht dann halt am schnellsten.
So, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann müssen wir sie natürlich in Wasser einlegen, im großen Topf zum Beispiel, und warten. Und da sollte man wirklich ein bisschen Zeit mitbringen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder packt man sie ganz oft in frisches Wasser, sobald das Wasser braun geworden ist. Das wird wirklich so richtig braun oder so rostrot teilweise sogar, nimmt man wieder frisches Wasser. Wenn das wieder braun geworden ist, nimmt man wieder frisches Wasser und so weiter. Man kann da also gut ungefähr 24 Stunden rechnen bei der ganzen Eichelentwässerung. Wenn man das so machen möchte, dass wirklich gar nichts mehr drin ist. Aber wenn man das dann wirklich über 24 Stunden durchgeführt hat, immer mal wieder Wasserwechsel, wenn es rot geworden ist, das kann so ein paar Stündchen dauern, dann kann man die wirklich bedenkenlos futtern. Dann schmecken die auch nicht mehr so bitter, dann schmecken die mehr oder weniger so leicht mehlig, ziemlich neutral, nicht besonders lecker, aber auf keinen Fall auch unangenehm. Neutral ist ja sicherlich was, was man schon mal essen kann, ne? Das ist nicht schlimm. Leicht nussig, so im Geschmack. Wenn wir sie in den Bach gehängt haben, also im Fließgewässer, dann reichen so circa 12 Stunden, weil sich das Wasser ja ständig austauscht und damit der Auswaschungsprozess eben entsprechend schneller geht. Man kann es auch dann noch beschleunigen, die Tannine rauszubekommen, indem man heißes Wasser nimmt. Damit läuft die Reaktion des Auswaschens entsprechend schneller ab, aber da muss man dann auch mindestens 5, 6, 7 Mal das Wasser entsprechend durchwechseln. Selbst wenn das mit dem heißen Wasser sofort mehr oder weniger braun wird, muss man es danach wegkippen, neues nehmen, nochmal machen und so weiter und so weiter. Weil wenn es einmal braun ist, das Wasser, dann nimmt es nicht noch mehr Tannine auf. Sprich, das ist dann quasi voll und gesättigt und scheißegal, welche Temperatur das hat, mehr geht da nicht. Und man muss dann halt nochmal neues Wasser nehmen und neues Wasser und neues Wasser. Der Aufwand ist also relativ groß und dann hat man am Ende entgerbte sozusagen und entvergiente, wenn man so möchte, Eichelpampe. Weil nach dem ganzen Wässern ist das eine ziemliche pampige Angelegenheit. So, was kann man jetzt damit machen? Na, im Grunde kann man die zu einem Fladen formen und versuchen, damit ein Brot zu backen. Das Dumme ist jetzt nur, dass Eicheln kein Gluten enthalten. Gut für den Glutenintoleranten, schlecht für alle anderen, weil damit kleben die nicht. Eichelmehl ist also eine nicht klebrige Form von Mehl. Das heißt, das lässt dich einfach schlecht zusammenbatschen zu irgendeinem Küchelchen, zu irgendeinem Keks, einem Brot oder was auch immer, weil es nicht hebt. Man kann es also, wenn man keinen Bock hat, sich die Mühe zu machen, zu versuchen, damit doch irgendwie einen Keks zu formen, auch als Brei zum Beispiel verzehren. Ist letztendlich egal in der Notsituation, wie man das Zeug futtert. Kalorien enthält es in jedem Fall und helfen tut es einem dann auch in jedem Fall weiter beim Überleben. Hat man noch aus irgendwelchen Gründen irgendwo Weizenmehl her, und so hat man das früher auch gemacht, beziehungsweise sonstiges Getreidemehl, Roggenmehl, Dinkelmehl, scheißegal, ein Mehl, das klebt, dann kann man das auch mit dem Eichelmehl strecken. Da kann man ungefähr 50-50 machen, also zur Hälfte Eichelmehl, zur Hälfte eben normales Mehl und daraus sich dann zum Beispiel ein Eichel-Weizenbrot zum Beispiel eben entsprechend zusammenbacken. Das funktioniert ganz gut und das ist halt die historisch belegte Anwendung, was man mit Eichelmehl gemacht hat. Damals in Hungersnöten, in Zeiten, wo es halt wirklich nichts mehr zu essen gab, hat man halt den Restmehl mit Eichelmaterial entsprechend versetzt und damit dann über den Winter zu kommen. Ja. Ja. So viel zur Anwendung, ne? Auf dem Wege sind die Dinger dann ganz gut essbar. Man kann sie selbstverständlich eben auch so als Nüsschen knaspern, aber das habe ich ja gesagt. Ja, und das bedeutet, wir sind mit dem Standardmaterial, was ich eigentlich erzählen wollte, jetzt auch durch. Und dann kommt gleich noch der Ökologie-Teil, wer noch dranbleiben möchte. So, und dann kommen wir zu dem Teil eben mit den etwas erweiterten Informationen, mehr oder weniger, die nicht zwingend zu irgendwas gut sein müssen. Zum Beispiel,
historisch ist die Eiche halt auch ein verdammt geschätzter Baum. Man mochte die eigentlich immer gerne haben, insbesondere im Mittelalter war sie beliebt, um sie halt eben als Weidebaum zu verwenden in gewisser Weise, weil die Eichelmast die Methode war, die Schweine zu ernähren damals. Also anders gab es eigentlich fast gar nicht. Man hat sie mit Küchenabfällen gefüttert, man hat sie mit sonstigen, was noch rumlag, mehr oder weniger gefüttert, man hat sie vielleicht auch mit Verdorbenem gefüttert. Ansonsten hat man sie in den Wald geschickt, zur Eichelmast, in den Eichelwald. Oft waren das auch speziell angepasste Wälder, die man im Mittelalter eben entsprechend sogar gepflegt hat. Nieder- und Mittelwald waren ja die Waldbewirtschaftungsformen des Mittelalters, die es da so gegeben hat. Das möchte ich nochmal kurz erklären. Also Niederwald haben wir schon angegriffen, als wir von den Lohwäldern gesprochen haben. Man schneidet im relativ kurzen Turnus von so 5 bis 10 Jahren oder je nach Waldform, kann das auch mal 12, 20, 30 Jahre sein, schneidet man die Eichen einfach runter. Die stießen dann aus dem Stock nochmal neue Stängelchen nach oben und je nachdem, wie alt der Stock ist, fruktifizieren die möglicherweise auch relativ schnell. Nachdem sie einigermaßen hoch geworden ist, das funktioniert natürlich nicht, wenn man das alle 5 Jahre abschneidet. Aber wenn man das nur alle 20 Jahre abschneidet oder was, dann bilden die auch zwischendrin mal ein paar Eicheln. Und die fallen natürlich runter. Und wenn man jetzt in diese relativ lichten Wälder mit viel Platz zwischen den Bäumen, weil sie ja ständig runtergeschnitten werden und da kaum neue Verjüngung hochkommt, mit den Schweinen reingeht und die da einfach drin rumspringen lässt, dann mampfen die natürlich sämtliche Eicheln auf und entwickeln dabei erstens mal einen hervorragenden Schinken und zweitens Eichelschwein. Und zweitens war es halt einfach billig. Man musste das Zeug nicht zu den Schweinen bringen, sondern man konnte die Schweine zu den Eicheln bringen. Hat langfristig zu einer gewissen Degradation auch der Wälder geführt, weil das einfach einen Haufen Nährstoffe ausgetragen hat. Aber war dann wirklich eine tolle Methode, eben entsprechend die Schweine zu mästen und wird heute unter kontrollierten Bedingungen und entsprechend mit entsprechendem fachlichen Monitoring auch wieder gemacht. Und wer mal möchte, das habe ich auch schon mal anderswo erwähnt, kann mal auf eichelschwein.de nachschauen, was es da für tolle Eichelschweinprodukte gibt. Ich hatte das Glück, mal ein entsprechendes Schnitzel zu probieren. Das ist einfach unglaublich lecker, von diesen Eichelschweinen die entsprechenden Produkte da zu verzehren. Ja, ist im Grunde Bio, mehr Bio geht nicht. Die Schweine haben nicht nur ein gutes, die haben sogar ein hervorragendes Leben. Ein besseres Leben kann man als Schwein gar nicht führen, als den ganzen Tag im Wald rumzuspringen und dann nach Eicheln zu suchen. Also wirklich ideal. Glücklichere Schweine sind kaum vorstellbar. Und nachdem sie dann eben ihr glückliches Schweineleben da gehabt haben, da geben sie dann das beste Schnitzel aller Zeiten, in Anführungszeichen, ab. Also das lohnt sich wirklich. Das Problem leider bei der Eichelschwein-Geschichte Eichelschwein.de ist, dass man das Fleisch nur in relativ großen Portionen bekommt. Man muss also schon ein größeres Vorhaben haben, dass es sich lohnt, sich mal eine Ladung Eichelschwein zu bestellen. Aber sie haben auch zum Beispiel Wurst und sonstiges Zeug in Dosen, wo man dann auch als kleiner Autonomalverbraucher ganz gut rankommen kann. Immer noch nicht billig, aber probiert's mal. Also wenn ihr wollt, probiert's wirklich mal. Das lohnt sich, das ist eine leckere Sache. So, dann heißt unsere Stieleiche zumindest, auf Lateinisch ja Quercus, das ist der Name für die Eiche, Robur. So, und ich zitiere, der wissenschaftliche Artname Quercus robur ist zurückzuführen auf das lateinische robur, abgeleitet von ruber für rot, weil das Kernholz so eine leicht rötliche, bräunlich-rötliche Färbung annehmen kann. Je nachdem, ob man es noch ein Weilchen in der Sonne liegen lässt und so weiter, wird es dann zum Teil noch ein Ticken rötlicher. Und eine Anspielung auf dessen Härte und Dauerheftigkeit war eben entsprechend auch Robur und das hieß schon immer so. Also auch schon bei den Römern, die wussten auch schon, dass Eiche ein verdammt stabiles und langlebiges, dauerhaftes Holz eben entsprechend ist. Ne? Ist also nichts Neues sozusagen. Ein paar Zahlen zum Baum. Eine Eiche wird normalerweise sowas um die 30 Meter hoch, das darf man eigentlich immer von ausgehen. 40 Meter ist auch noch drin und in ganz seltenen Einzelfällen sollen die wohl auch schon 50 Meter hoch geworden sein. Also das ist dann wirklich die Maximalhöhe. Das wären allerdings dann auf Standorten, wo sie optimal wachsen kann, wo sie natürlich dann wiederum nicht vorkommt. Sprich also da, wo eigentlich die Buche hingehört. Eichen werden
mindestens 200 Jahre alt. Wenn sie sich mal etabliert hat, dann ist nicht anzunehmen, dass die vor 200 Jahren das Zeitliche segnet. Da müssten schon die Bedingungen ganz, 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 ganz schlecht sein. Und ansonsten kann man durchaus bis 800 Jahre rechnen. So 500 ist sicherlich ein ganz guter Mittelwert. Ab da müssen die Bedingungen wirklich schon gut sein, dass so eine Eiche noch weiter eine Weile durchhält. Das Ding da hinter mir, die ist noch so vital und sieht noch so gut aus. Also ich kann da kein Ende erkennen. Jetzt natürlich wegen diesem Trockensommer. Ist jetzt natürlich nicht so einfach. Aber auch damit kommt sie erstaunlich gut zurecht, verglichen mit anderen Bäumen hier in der Umgebung. Und deswegen, ich gebe der nochmal locker 100, 200 Jahre oder sonst was. Mein Nachnachfolger möge bitte vorbeikommen und gucken, ob sie noch da ist. Am besten schwebt er dann mit seinem Hoversessel hier hoch oder was immer es dann für alternative Transportmittel geben wird. Und ob hier überhaupt noch Bäume stehen, ist natürlich auch die Frage. Aber vielleicht gibt es auch keinen Nachnachfolger von mir mehr. Und Homo Sapiens hat sich bis dahin erledigt. Wer weiß es. Aber ja, 800 ist durchaus ein realistisches Alter, was eine Eiche erreichen kann. Die berühmte 1000-jährige Eiche, die es hier und da mal geben soll. Ja, das ist nicht ganz unumstritten. Die allermeisten der sogenannten 1000-jährigen Eichen sind wahrscheinlich noch nicht 1000 Jahre alt. Es ist aber schon anzunehmen, dass 1000 Jahre zu erreichen ist. Hier in meinem schlauen Buch steht es in Klammer angegeben, weil man halt eben ein bisschen am Diskutieren ist, ob das wirklich realistisch ist. Nichtsdestotrotz ist die Eiche auf jeden Fall ein sehr, sehr langlebiger Baum. Zumal man ja noch hinzufügen muss, Bäume, die mit Sicherheit 1000 Jahre alt werden, wie zum Beispiel diese Dorflinden, die man mal immer wieder findet, die werden nur deswegen so alt, weil man sie dann innen ausbetoniert, mit irgendwelchen Pfeilern stützt und sonstige Späße macht. Da hilft also der Mensch eben entsprechend nach, dass die wirklich noch eine Ecke älter werden können. Und zum Teil sind die auch schon seit 50 Jahren hier in irgendeiner Form ein bisschen geschützt und gestützt, damit sie halt eben nicht zusammenbrechen, was dann ansonsten jetzt in vielen Fällen so langsam mal der Fall wäre. Das ist bei der Eiche alles nicht nötig. Die wird ganz ohne menschliches Zutun entsprechend so alt und bricht auch mit, wenn es gut läuft, eben 800 noch nicht direkt auseinander. Ein Grund für diese ganzen Gerbstoffe und diese ganzen Dinge im Holz, die nicht schmecken, die das ganze Eichenmaterial alles so wahnsinnig bitter machen, ist ja der, dass ins Eichenholz so gut wie kein Pilz rein möchte, weil da eben diese ganzen Stoffe drin sind, die das halt eben verhindern. Kaum ein Käfer möchte nennenswert ins Eichenholz rein. Das schützt sie also alles ganz hervorragend, diese ganzen Gerbstoffe und so weiter und so fort. Jetzt muss man ein kleines Päuslein machen. Ja, also neben dem sehr widerstandsfähigen Holz ist die Eiche deswegen auch so langlebig, weil sie quasi unter fast allen Bedingungen zusätzliche Triebe anlegen kann. Wenn also irgendwas Schlimmes passiert, dass die Frühjahrstriebe, die jeder Baum anlegt, er treibt aus im Frühjahr, ne, das neue Laub kommt, die neuen Triebe bilden sich. Das macht jeder so. Aber die Eiche ist eben Profi darin, falls notwendig, irgendwann im Laufe des Sommers nochmal Triebe anzulegen. Man spricht da auch vom sogenannten Johannistrieb und das kann kaum ein Baum so gut wie die Eiche da einfach nochmal neu anlegen. Das ist dann wichtig, wenn zum Beispiel Spätfröste, wogegen die Eiche sehr wohl empfindlich ist, irgendwelche Knospen und Triebe vernichtet haben. Also sprich, eigentlich ist der Winter vorbei, die Eiche treibt aus, rechnet nicht mehr mit Frost, dann kommt aber doch noch Frost und dann stirbt da noch so einiges an lebendem Material, was eben an der Eiche dranhängt. Für viele Bäume ist das wirklich eine mittlere Katastrophe, beziehungsweise zu einer großen. Bei der Eiche nicht so schlimm, weil dann macht sie einfach nochmal neue Triebe aus den Reserven, die sie zu diesem Zeitpunkt noch hat. Ein so langlebender Baum und ein so alter Baum, wie zum Beispiel eben die Eiche da hinten, hat immer noch irgendwelche Notreserven für Notfälle. Gleichzeitig ist es auch möglich, neben der Bildung von zusätzlicher Triebe, wenn die vorhandenen nicht reichen, alte Triebe abzuwerfen. Das kann sie auch relativ gut. Andere Bäume haben da auch wiederum Schwierigkeiten. Sprich jetzt bei der Trockenheit. Man kann, wenn man da oben im Laub ein bisschen rumguckt, so einzelne kleine Ästchen sehen, die schon vertrocknet sind, die so aussehen, als wäre jetzt gerade quasi Winter. Die werden dann demnächst wahrscheinlich auch noch runterfallen. Das ist also auch wieder so eine spezielle Fähigkeit, wo die Eiche glänzen kann, dass sie auch andersrum bei zu viel Wasserverbrauch in der Biomasse da spontan mal schnell eben welche abwerfen kann. Und außerdem diese Bildung von den neuen Trieben, den Johannistrieben, das ist nahezu überall am Stamm aus sogenannten schlafenden Knospen möglich. Also
Egal wie dick der Eichenstamm geworden ist, unter der Borke gibt es immer noch einzelne Knospen, die man nicht sieht, von denen man nichts ahnt, bis da plötzlich mitten aus dem Stamm nochmal so ein kleiner Ast rausgeschossen kommt und ein kleiner Zweig und sich nochmal da eben entsprechend Laub bildet. Das ist für die Eiche ein Mordsvorteil, weil sie, wenn ihr zum Beispiel ein Stück Krone wegbricht, aus dem Stamm nochmal neue photosynthetisch aktive Biomasse entsprechend bilden kann. Aber das ist auch ein großer Nachteil für die Forstwirtschaft, denn wenn man so eine Eiche nicht gut pflegt und die kriegt zu viel Licht auf den Stamm, also jetzt mitten im Wald stehend, ne, dann bildet die am Stamm eben nochmal neue Äste. Aber jetzt hat man eigentlich 150 Jahre darauf hingearbeitet, dass die Eiche möglichst astfreies Holz produziert, sprich am Stamm überhaupt keine Äste hat. Und die neuen Holzschichten, die außen dran wachsen, nicht nur in irgendwelche Erstlöcher aufweisen, weil sie um einen Ast drumherum wachsen müssen, weil sind ja keine Äste mehr da. Wenn sich jetzt also bei einer 150-jährigen Eiche meinetwegen nochmal ein neuer Ast bildet, ist das eine mittelschwere Katastrophe, weil man 150 Jahre gebraucht hat, um sie so wirklich wunderbar astfrei zu kriegen, dass sie jetzt astfreies Holz bildet, dass das dreifache Wert ist vom normalen Eichenholz, mindestens das dreifache. Dann ist das wirklich scheiße, wenn da nochmal ein neuer Ast dazukommt. Weshalb man bei dem Waldbau mit der Eiche wahnsinnig aufpassen muss, dass eben kein Licht auf die Eichenstämme fällt, weil die dann eben sofort diese sogenannten Wasser- oder Angstreißer entsprechend ausbilden. Gar nicht lustig, wenn einem das passiert. Weshalb man auch gerne bei Eichenbeständen immer mal wieder über den Zyklus, den an Eichenbestand steht, sagen wir mal 250 Jahre, immer wieder frisch neue Buchen dazwischen pflanzt. Die können auch unter der Eiche hochwachsen und dadurch, dass die dann unter den Eichenkronen bleiben, so halb hoch bleiben, da muss man halt natürlich rechtzeitig fällen, bevor sie den Eichen gefährlich werden können und den Zuwachs der Eiche behindern, sorgen die einfach mit ihrer halben Höhe dafür, dass immer schön Schatten auf den Eichenstämmen drauf ist und damit bilden die dann auch keine entsprechenden Wasserreißer oder Angstreißer. Man spricht also in Eichenwäldern von der Buche oft auch als die dienende Baumart. Das ist also quasi der Servicebaum. Produziert nichts weiter als Brennholz, reich wird man damit nicht, aber man schont seine Eichen und produziert halt über 250 Jahre, wenn es dumm läuft, unglaublich wertvolles Eichenholz. Tatsächlich sind die Produktionsräume für Eichen oft wirklich so zwischen 150 und 250 Jahre. 150 für Möbeleiche, sage ich jetzt mal vorsichtig. Nicht die super tolle Qualität, aber immer noch super festes Holz. Also die Holzeigenschaften sind toll. Es sieht aber nicht so schön aus. 250, das ist dann die typische Furniereiche, die halt einfach unglaublich dekorative Eigenschaften hat. Wer sich Eichenholz irgendwo daheim mal angucken kann, sollte das jetzt dringend tun und zur Kenntnis nehmen, was für ein hübsches Holz, Eichenholz eben entsprechend auch ist, insbesondere durch die sogenannte Flammung. Ich weiß nicht, ob ich davon irgendwelche vernünftigen Fotos finde im Internet. Ich schau mal und wenn nicht, machen wir das irgendwann nochmal separat. Ich wollte sowieso mal ein Holzbestimmungsvideo machen, also mal generell. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Eiche so eine unglaublich tolle Wurzel hat. Normalerweise sagt man, die Eiche hat eine Pfahlwurzel. Mit der Pfahlwurzel bohrt sie sich in die Tiefen des Bodens und dann ist sie da. So, das stimmt auch, aber im Laufe des Alters einer Eiche ist irgendwann die Pfahlwurzel fast schon gar nicht mehr zu erkennen, denn die bildet dann auch jede Menge Seitenwurzeln aus und das relativ kurz, nachdem sie sich runtergebohrt hat. Also Bodenerschließung hat dann stattgefunden, dann kommt die Feinerschließung, ne? Und durchwuchert also quasi den ganzen Boden mit einem herzwurzelartigen System, mit möglicherweise einer Feinwurzel, wenn die noch länger sich hält. Das muss nicht, das kann. Und sie kann auch ein herzwurzelartiges Senkerwurzelsystem ausbilden. Und damit ist die Eiche quasi in sämtlichen Formen der drei typischen Wurzelsystemen in irgendeiner Form vorhanden. Und ich bin mittlerweile fast der Meinung, dass man bei der Eiche sagen kann, sie bildet ein Universalwurzelsystem aus und passt sich ihrem jeweiligen Standort einfach optimal an. Es gibt kaum einen Baum, der eine so vielseitige und so flexible Wurzelentwicklung hat, wie die gute Eiche.
Ein Zeichen dafür, dass sie halt eben so viel und so flexible Wurzelentwicklung hat, ist auch, dass sie mit über 20 Mykorrhiza-Pilzen entsprechend vergesellschaftet ist. Das sind diese lustigen Pilze, die eben an der Wurzel wohnen und die Nährstoffaufnahme der Wurzel entsprechend verbessern, beziehungsweise dabei helfen, Wasser und Nährstoffe aus dem Boden zu filtern und dafür von der Wurzel ein wenig Zucker aus der Photosynthese, also von ganz oben vom Baum, bekommen. Also eine Win-Win-Situation, Symbiose. Jeder Baum hat einen Fußpilz. Den Spruch habt ihr schon häufiger von mir gehört. Ich bringe ihn an dieser Stelle nochmal. Und ich erzähle das Ganze deswegen, weil es leider so ist, dass durch die Überdüngung der Böden, also die Stickstoffdüngung sämtlicher Böden durch anthropogenen, durch das aus der Luft Stickstoffeintrag, das ist jetzt leider Gottes mittlerweile wirklich überall der Fall, die Biodiversität der möglichen Eichenfußpilze sehr stark zurückgegangen ist. Da sind viele Pilze dabei, die mögen nicht so viel Stickstoff, die mögen eher ärmere Standorte. Und die Standorte, selbst wo die Eiche rumsteht, selbst hier oben, werden halt immer besser durch die anthropogenen Stickstoffdüngungen, weshalb die seltenen Wurzelpilze, Fußpilze, leider noch seltener werden. Und das ist diesbezüglich schade, weil darunter auch der echte Trüffel sich befindet. Und die ganzen wirklich richtig wertvollen Pilze, die richtig schwer zu finden sind, wo man halt mit dem Trüffel Suchschwein oder Hund unterwegs sein muss, ist eigentlich was, was typischerweise im Eichenwald anzutreffen ist. Und das geht doch leider deutlich zurück, weil die Wälder eben entsprechend überdüngt werden. Das ist so was, was sehr, sehr, sehr schade ist. Es zeigt noch keine Auswirkungen auf das Wachstum der Eiche. Im Grunde ist es für die Eiche relativ wurscht, welchen Fußpilz die hat oder wie viele Fußpilze eine einzelne Eiche hat. Oft sind es halt mehrere. Im Grunde kann sie auch nur mit einem alles dominierenden Fußpilz wunderbar leben, aber die Biodiversität leidet dann halt doch stark drunter. Und insbesondere für den fröhlichen Pilzesammler, der im Eichenwald jede Menge verschiedene Pilze finden konnte früher, wird das dann gar nicht lustig sein, wenn er nur noch einen einzigen findet und nur ganz, ganz selten mal noch was anderes. Und denjenigen, der häufig ist, das ist dann halt im Regelfall eben nicht der echte Trüffel, zum Beispiel. So eine Eiche, Eichel, sowas hier, ist eigentlich was sehr Effizientes zur Fortpflanzung. Sprich, der Keimling, der hier rauskommt aus so einer doch vergleichsweise großen Nuss, hat schon mal ordentlich viel Energiereserve mitgegeben bekommen. Deswegen funktioniert das auch mit der Wurzelentwicklung der Eiche so gut. Oder der Eichel, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Weil sie halt eben mit dem vielen Energie, die hier drin steckt, als allererstes wirklich eine ordentliche Wurzel anlegen kann. Und wenn die Wurzel steht und eine gute Verbodenverankerung da ist, dann kommen erst die primären Blättchen oben entsprechend raus. Oft ist es so, dass kurz nachdem die Eichel runterfällt, die unterliegt nämlich keiner Keimhemmung, wie das bei vielen Samen im Pflanzenreich der Fall ist, kann die auch sofort keimen. Ne? Also im Herbst ist es schon möglich, dass die Eichel, sobald sie runterfällt oder sobald sie vom Eichelherr irgendwo verbuddelt wird, schon anfängt, die Wurzel anzulegen, bis es zu sehr Winter ist. Über den Winter ruht sie dann wirklich und dann kann sie im Frühjahr bereits wunderbar die ersten Blätter anlegen mit der Restenergie, die noch in der Eichel drin ist. Die Wasserversorgung ist überhaupt kein Problem, weil die Wurzel steht ja schon. Die weitere Versorgung mit Mineralstoffen steht auch, weil die Wurzel steht ja schon und dann kann es losgehen mit dem Wachstum. Deswegen zeichnet sich eine Eiche durch ein sehr, sehr rasches und sehr effizientes Jugendwachstum aus. Eine Eiche ist fast schon ein halber Pionierbaum. Ist also gut geeignet, gar nicht bewaldete Standorte zu bewalden. Nicht so gut wie so ein krasser Pionier, wie zum Beispiel eine Birke oder eine Kiefer. Aber die kann das auch vergleichsweise gut eben durch das rasche Jugendwachstum. Leider, leider, für den Förster sehr bedauerlich, dauert besagtes rasches Jugendwachstum maximal 20 Jahre, wenn man Glück hat, vielleicht 30. Und das betrifft jetzt das Höhenwachstum. Das geht dann deutlich, deutlich zurück und 10 Jahre später bricht auch das Dickenwachstum mehr oder weniger zusammen. Und ab da wächst die Eiche nur noch ganz langsam. Bildet aber auch erst ab diesem Zeitpunkt ihr unglaublich festes Eichenholz, das nahezu eben entsprechend unzerstörbar ist.
Leider hat man eben noch keinen Baum gefunden, der so richtig, richtig schnell wächst und dabei unzerstörbares Holz bildet. Die Douglasie ist nah dran. Die Douglasie bildet ein erstaunlich festes, schweres Holz bei ihrer enormen Wachstumsgeschwindigkeit. Also wirklich schon fast ein Wunderbaum. Ne? Kennt man am Spiegel im Auto, der stinkt. Der Wunderbaum, ach ja. Das nochmal kurz zur Eiche. Eichel, und bei der ist auch nochmal wichtig, die sind nicht lange haltbar. Deswegen findet man auch selten im Laufe des Sommers noch irgendwo Eicheln auf dem Boden. Die sind dann alle weg. Nicht, weil sie alle gefressen sind, sondern weil sie auch sehr, sehr schnell eben entsprechend verderben. Man kann die auch gar nicht nennenswert lagern. Man muss dann Mordsaufwand betreiben, um die einzulagern. Wird auch nicht gemacht. Also wenn man mit Eicheln säen möchte im forstlichen Bereich, was man gerne mal tut, weil es auch effizient ist. Mit so einem Samen lässt sich gut säen. Mit so winzig kleinen Futzelsämelchen, wie zum Beispiel bei der Birke, da kann man überhaupt nicht säen. Eicheln im Boden stecken, das geht einfach. Aber man muss immer die vom Vorjahr nehmen und es ist wichtig, dass sie über den Winter nicht austrocknen. Die haben oft einen Wassergehalt von so 50-60% und sind auch nur bis zu einem Wassergehalt von 40% nennenswert keimungsfähig. Wenn sie auf 20% Wassergehalt runtergehen, dann sind sie quasi tot. Dann kann man sie noch essen oder sonst was mitmachen, aber keimen tun die nicht mehr. Das ist dann letale Dosis an Wassermangel. Und ich weiß, dass das ist deswegen wichtig für mich und eine interessante Information, wie ich finde, weil ich mal als Praktikant, Forstwirt-Praktikant, Eicheln gesät habe. Einen ganzen Hang habe ich Eicheln gesät und ich habe mich dumm und dappig gesät. Das heißt nicht, man rennt jetzt rum und schmeißt Eicheln in die Landschaft, das wäre zu einfach. Nein, man geht mit der Hacke hin, macht ein Löchlein, wirft zwei Eicheln rein, macht einen Schritt, macht ein Löchlein, wirft zwei Eicheln rein, macht das andere Loch zu, macht wieder einen Schritt, macht das Loch zu, macht ein neues Löchlein, wirft zwei Eicheln rein und so weiter. Ne? Aber an der Stelle sind so gut wie keine Eicheln gewachsen, weil ich nämlich weiß, wo das Saatgut her ist und das kam von einem gut belüfteten Dachboden bei einem freundlichen Menschen, der eben entsprechend viele Eicheln gesammelt hatte, was tödlich ist, weil die sind dann ausgetrocknet. Gut belüfteter Dachboden ist nahezu der schlechteste Ort, um Eicheln zu lagern, damit die am nächsten Jahr dann noch keimfähig sind. Gerade weil Eichen so alt werden und aufgrund dessen, dass es ein typischer Lichtbaum ist, sprich immer da steht, wo viel Sonne hinkommt, dementsprechend auch viel Wärme, ist der Baum sehr beliebt bei verschiedensten Insekten. Und gerade so eine super alte Eiche hat dann halt als Einzelbaum, als einzelner alte Bauminsel im Wald, wenn man so möchte, eine Mordsbiodiversität zu bieten, gerade eben was die Insektenfauna angeht. Aber auch potenziell finden sich viele Moose am Stamm und viele Flechten oben in den Ästen. Oft haben alte Eichen dann irgendwann doch auch ein paar Baumhöhlen, weil dann doch mal auch der Specht dran gegangen ist. Und das Gute ist, die überleben solche Baumhöhlen vergleichsweise gut, weil halt eben im Eichenholz kaum Pilze sich ansiedeln können, solange es der Eiche noch vergleichsweise gut geht. Heißt, so eine Baumhöhle ist noch nicht das Zeichen dafür, dass der Baum innerhalb der nächsten 20 Jahre das Zeitliche segnet. Und damit kommt wirklich eine insgesamt enorm hohe Biodiversität zusammen. Gerade auch die Specht-Baumhöhle. Nachdem der Specht ausgezogen ist, zieht er ja gerne dann auch vielleicht mal ein Marder beispielsweise ein oder ein anderer Vogel oder sonst wer. Tiere, die gerne Spechtbaumhöhlen bewohnen, gibt es genug. Auch ein Waldkauz wäre da möglicherweise anzutreffen oder eine Waldohreule oder ein sonstiger kleines Eulentierchen. Also schon sehr sympathische Viecher, die da in einer Eiche anzutreffen sind und selbstverständlich auch jede Menge Vögel, die sich dann eben von den vielen Insekten, die auf oder in einer Eiche zu erwarten sind, ernähren können. Es gibt kaum im deutschen Wald einen Baum, der so viele andere Arten eben entsprechend noch beheimatet, insbesondere wenn sie sehr alt geworden ist, wie eben entsprechend die Eiche. Bei der Buche funktioniert das auch ganz gut, aber das ist schon bemerkenswert, was alles in einer Eiche entsprechend unterkommen kann. Und der klassische Eichenbewohner, der da gerne auf und an der Eiche unterwegs ist, ist tatsächlich auch der Hirschkäfer. Den kann man da gerne mal eben entsprechend antreffen. Leider
beherbergt die Eiche aufgrund der hohen Zahl an Insekten, die sie beherbergen kann, auch einen ganzen Haufen Schadinsekten, die man da eigentlich nicht so gerne haben möchte. Und da kann ich mal spaßeshalber einfach mal ein paar Beispiele nennen, nämlich den Eichenwidderbock. Dann den Eichenbohrer oder Eichenrüssler, schöner Name, nicht? Den Schiffswerftkäfer, den Eichensplintkäfer, den kleinen Frostspanner, den Schwammspinner und den grünen Eichenwickler. Ne? Nur mal so zu Unterhaltungswert. Ja, in meinem schlauen Buch stehen da auch jeweils noch ein paar Informationen zu den Viechern, aber das führt jetzt wirklich zu weit. Zumal ich mache mal wirklich irgendwann separat ein bisschen Insektenkunde. Ich muss mich da selber noch ein bisschen einlesen. Das soll es an dieser Stelle zur Pathologie auch fast schon gewesen sein. Es gibt noch diverse Pilzerkrankungen, die potenziell eine Eiche befallen können. Aber wie schon gesagt, ist sie da relativ resistent, solange sie noch nicht allzu sehr überaltert und auch einigermaßen resistent eben ist. Wenn es aber eine schädliche Pilzerkrankung an der Eiche gibt, dann ist es meist der Eichenmehltau. Das ist eine relativ unangenehme Angelegenheit und der richtet auch mit die größten Schäden an. Es gibt übrigens, da wir gerade bei den Schaddingen sind, auch noch eine Eichenmistel. Die kommt aber eher in den südlichen Gebieten vor. Die mitteleuropäische Mistel, die weiße Mistel heißt die, glaube ich, mit diesen weißen Bärchen, die keine Bärchen sind im klassischen Sinn, dran. Die gibt es nur äußerst selten auf Eiche und ist da höchst selten anzutreffen. Dafür gibt es aber eben die spezielle Eichenmistel. So, und warum erwähne ich die? Also erstens mal, weil es die gibt und zweitens, weil die deswegen wichtig ist, weil die Misteln, die der Miraculix mit der goldenen Sichel geschnitten hat, um sie in den Zaubertrank zu schmeißen, höchstwahrscheinlich eben entsprechend die Eichenmistel gewesen ist und die hat er höchstwahrscheinlich auch auf den Eichen entsprechend geschnitten, weil die Eiche noch relativ dominant gewesen sein dürfte in der Waldzusammensetzung, als Miraculix sein Unwesen getrieben hat. Ne? Bei dem kleinen, in der Nähe des kleinen gallischen Dorfs, im fast komplett von Römern besetzten Gallien. Ne? Und das ist nämlich deswegen ganz interessant, und da muss ich umblättern und nochmal kurz lesen, eine Sekunde. Wenn man nämlich jetzt mal in die verschiedenen Volksstämme der Vergangenheit reinguckt, dann stellt man fest, dass bei so ziemlich jedem Stamm, den man sich irgendwie vorstellen kann, der irgendwo gelebt hat, wo eine Eiche gestanden ist, das Ding immer ein heiliger Baum war. Und lustigerweise war es auch immer der heilige Baum von der jeweiligen Donnergottheit. Soll heißen, das Ding war heilig bei mindestens den Griechen, den Germanen, den Slawen, den Kelten, und dementsprechend waren die Bäume jeweils dem Jupiter, dem Thor und dem Perkunas entsprechend geweiht. Und dem Donar natürlich auch noch. Ne? Donner, Donar. Donar ist, glaube ich, der germanische Thor, mehr oder weniger. Man hatte ja, die Germanen hatten so mehr oder weniger wohl auch die gleichen Götter, wie das die Skandinavier mehr oder weniger hatten. Nur, dass halt eben die teilweise anders hießen und sich verschiedene kultische Handlungen wohl ein wenig unterschieden. So genau ist das alles schwer feststellbar und dafür bin ich jetzt auch wirklich kein Experte. Aber bei all diesen Völkern war auf jeden Fall die Eiche wirklich ein äußerst heiliger Baum, vermutlich eben aufgrund ihrer Langlebigkeit, ihres super harten Holzes, was man damals auch schon wusste. Gerade eben mit der damaligen Technik, in Anführungszeichen, ne, die damaligen Beile und so weiter, muss es eine unglaublich schwere Arbeit gewesen sein, eine alte Eiche zu fällen, falls das überhaupt mal jemand getan hat. Wahrscheinlich hat man das eher sein lassen oder halt wenn man jetzt der stärkste Krieger im ganzen Dorf gewesen ist oder sonst was. Damit ergibt sich doch wirklich eine gewisse Mythologie und auch heute noch, ne, so eine Eiche.
die hat schon irgendwie wirklich sowas. Und wenn man dann noch weiß, dass dieses Ding da so unglaublich alt ist und alle Ereignisse historischer Art seit dem Bau vom älteren Teil, jüngeren Teil der Burg da drüben miterlebt hat, das ist schon, ne? Da kann man sich schon fragen, was die wohl so mitbekommen hat und ob die nicht ein paar Weisheiten hätte, die sie mit uns teilen könnte, wenn sie dann Deutsch verstehen würde. Tja, andererseits, die steht jetzt hier seit 600 Jahren rum und hat jetzt bestimmt jede Menge Deutsch gehört. Spätestens jetzt, seit ich hier hocke und die ganze Zeit am Quasseln bin. So, damit kommen wir dann noch zu einem würdigen Schlusswort, weil jetzt habe ich dann langsam echt keinen Bock mehr. Und zwar, da kommt schon wieder ein Flieger und ich habe meine Flak-Armbrust nicht dabei, scheiße. Jedenfalls, das würdige Schlusswort sollte dann lauten: Vorsicht bei Kindern, denn tatsächlich die diversen Gerbstoffe und Tannine, die in den Eicheln selber drin sind, insbesondere auch das Phagin, können bei sehr kleinen Menschen oder eben Kindern beim Verzehr einiger Eicheln dann tatsächlich zu gewissen, nicht schlimmen, aber gewissen Vergiftungserscheinungen führen. Sterben würde man da so schnell nicht dran, vorher hat man das große Kotzen und so weiter. Aber es spielt schon eine gewisse Rolle, dass man da nicht allzu große Mengen als Kind eben von Eicheln auffuttern sollte. Als Erwachsener ist es dann kaum noch möglich, es sei denn, man hat sie halt eben wirklich als Brot gebacken und verzehrt sie zu Survival-Zwecken in wirklich großen Mengen. Vom einfachen Eicheln-Naschen mehr oder weniger ist es kaum noch möglich, sich da nennenswerte Vergiftungserscheinungen zu holen, wenn man eine entsprechende Körpermasse entsprechend mitbringt. Ne? Also das ist der eine wesentliche Sicherheitshinweis zur Anwendung von irgendwelchen Gedönse aus Eicheln oder Eiche oder sonst was. Ne? So, ein toller Baum. Ein wirklich, wirklich toller Baum. Und deswegen hat es ja auch so lange gedauert, bis ich mich dazu jetzt mal in Videoform näher geäußert habe. Ich wollte mir das aufsparen und ich habe ein würdiges Exemplar gesucht, wo man das dann mal im Rahmen des Videos zeigen kann. Und mein Satzbau wird nicht besser. Ich gehe jetzt nach Hause. Macht's gut. Tschüss. Und lasst euch nicht betüxen.